So, jetzt haben wir es. Alles klar. Dann legen wir los. Wie immer direkt mit dem kleinen Risikohinweis. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ist nicht für jeden Anleger geeignet. Das bitte beachten. Und ja, ganz wichtig, tradet nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Ja. Okay. Okay. So, wenn jemand bei Facebook vielleicht einfach mal einen Kommentar reinstellen könnte. Ja, hervorragend, es funktioniert. Ich habe mich jetzt über einen anderen Browser eingeloggt. Ja, guten Morgen, Ludger. Elena, hi. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Super, alles klar. Dann legen wir los hier. Und zwar mit den Tagesnachrichten, da haben wir heute relativ viel. So viel, dass ich tatsächlich den Zettel durchreißen musste, ja, wie ihr seht. Also es ist relativ viel auf der Uhr. Nicht so viele wichtige Sachen. Wir haben schon die Industrieproduktion gehabt in China. Die ist ein bisschen schlechter gekommen als erwartet heute. Der Rest, Arbeitslosenquote, Anlageinvestitionen, das war alles in Ordnung. Sind auch bislang keine großen Bewegungen an den Indizes, die daraus gefolgt sind. Märkte sind relativ stabil, also die chinesischen Zahlen sind hier nicht schlecht angenommen worden. Das passt alles soweit. Für Schweizer Frankentrader gleich um 8:30 Uhr, ja, müsste jetzt vor 5 Minuten gekommen sein. Der Erzeugerpreisindex in der Schweiz ist aber kein wirklicher Market Mover. Ja, wir haben nachher um 11 noch Bruttoinlandsprodukt Europa und die Handelsbilanz in Europa. Das ist natürlich für den Euro interessant. Und dann kommen wir hier schon in den Nachmittagshandel, US-Handel 14:30 Uhr, Einzelhandelsumsätze, Kernrate in den USA. Dann haben wir die Industrieproduktion, Lagerbestände. Ja, ihr seht das schon, das sind fast überall zwei Bullenköpfe. Es ist jetzt nicht wirklich gigantisch. Einzelhandelsumsätze wird wichtig sein, werden auch ja, nicht so heftig erwartet wie beim letzten Mal. Da hatten wir hier 7,5% Zuwachs, 1,9 wird erwartet. Werden wir sehen, das ist nicht so gigantisch viel. Da sind die Risiken, dass wir das kräftig nach unten unterbieten, doch recht gering. Also da würde ich jetzt auch nicht mit so Riesen-Moves rechnen. Und dann haben wir eben noch Uni Michigan, Konsumentenerwartungen, Verbrauchervertrauen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also es steht zwar viel drauf, auf der Liste, aber es ist wenig da, was die Märkte bewegen könnte. Ja, 14:30 Uhr, wie gesagt, ganz wichtig. Und der Rest ist meiner Meinung nach hier heute zu vernachlässigen. Dann haben wir um 21:30 Uhr, sehen wir hier CFTC, da kommen also für sämtliche US-Futures-Märkte wieder die Commitments of Traders-Daten. Da werden wir auch dann am Montag einen Blick drauf werfen, schauen, was sich da im Bereich der Währungen und ja, wahrscheinlich auch bei Gold, Silber und so, was sich da getan hat. Wir hatten ja extrem starke Bewegungen in der letzten Zeit in den Edelmetallen. Das könnte also auch durchaus interessant sein, wie sich da jetzt die großen Marktteilnehmer neu positioniert haben oder ihre Positionen verändert haben. Okay, gehen wir in die Charts. Ich möchte gerne wie immer kurz mit den Indizes anfangen. Und zwar gehen wir hier mal als erstes in den guten alten DAX. Ja, das hatten wir uns ja gestern hier angeschaut schon und hatten gesagt, hey, wir haben hier ein wichtiges Level, ja, bei 12.960, 12.980. Ich gehe mal hier auf den Stundenchart, da sehen wir das ganz schön. Ja, das sind hier die Level, dieser Bereich, diese beiden Hochs hier.
mein Zeichentool noch mit reinpacken. Genau. So, das sind diese beiden Hochs hier, die auf dem Stundenchart wichtig sind. Und es ist hier unten diese Kaufzone. Ja, also das war das, was wir uns gestern angeschaut haben. Wir hatten gesagt, wir können durchaus nochmal hier von oben in den Bereich 12.950 bis 12.980 gehen. Da sind wir reingegangen und jetzt scheint sich das Ganze hier so ein bisschen zu stabilisieren. Wenn wir hier mal aufs Fadenkreuz gehen, na, dann sehen wir, das hat gestern Nachmittag, also gestern war der DAX relativ schwach im Vergleich zu den US-Märkten. Die haben sich ganz gut gehalten. DAX gestern nicht so irre. Da waren wir recht schwach. Wie gesagt, hier sehen wir es in der Nacht nochmal deutlich runtergekommen, hier im Abendhandel. Und seitdem stabilisiert sich das Ganze hier ein bisschen. Und wir haben jetzt hier auf der Stundenebene zum ersten Mal wieder ja, eine Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs. Die hatten wir gestern den ganzen Tag über nicht. Wir sehen das gestern die ganze Zeit. Ist das hier schön abwärts gelaufen in einem sauberen Abwärtstrend. Und jetzt könnte sich das Ganze hier wieder drehen. Wir kämpfen im Moment mit der 13.000-Punkte-Marke. Ja, diese runden Marken, die sind immer wichtig. Aber prinzipiell hatte ich ja auch gestern schon gesagt, sehe ich den DAX im Moment zumindest noch eher auf der Long-Seite anzugreifen. Ja, das hängt auch damit zusammen, wie dieses Bild hier auf dem Tageschart aussieht. Na, wir haben hier einen sauberen Aufwärtstrend noch immer. Die Sequenz, die läuft hier sehr schön. Ja, da hatten wir hier einmal kurz so eine kleine ABC, die uns mal ganz kurz unter dieses letzte Tief gebracht hat. Das war ein bisschen fies. Hier sah es tatsächlich so aus, als wenn die Märkte drehen wollen, zumal wir hier so eine SKS-Formation auch im Daily drin hatten. Die ist aber umgehend sofort hier zurückgekauft worden. Das war an der Stelle hier dann ein ganz klares Kaufsignal. Und dann sind wir hier rauf bis an diesen Widerstand. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich hier, eine ganz wichtige Zone, diese Widerstandszone. Deswegen sind wir hier hängen geblieben, haben dann das Ganze hier weiter fortgesetzt. Ja, und im Moment sieht es so aus. Wir sind also hier in dieser Aufwärtsbewegung und es wird eben interessant werden, ob wir es schaffen, über dieses Zwischenhoch drüber zu laufen. Und dann ist auch der Weg frei am Ende bis hier oben hin. Okay, das zum DAX. Dann hatten wir gestern noch auf der Uhr hier den Nikkei. Auch der sieht nach wie vor hier wirklich gut aus auf dem Tageschart. Der hat jetzt hier einen Tag Pause gemacht. Das ist immer eine feine Geschichte. Der dürfte auch gerne noch einen zweiten Tag Pause machen und sich dann hier nach oben die Bewegung fortsetzen. Wenn wir uns das auf dem Stundenchart anschauen, dann sehen wir hier für die Intraday-Händler, ja, das ist eine schöne Bullflag, die hier entstanden ist. Sehr, sehr schöne hohe Flagge an einem ganz wichtigen Level, nämlich an diesem pink markierten Widerstandslevel hier. Ganz wichtig, also der Ausbruch hier oben drüber, der könnte nochmal zu ordentlich Bewegung zur Oberseite führen. Das ist also auch eine super interessante Situation. Dann hatten wir uns angeschaut, die ganzen letzten Tage schon den S&P, der einfach hier an diesem starken Widerstandslevel hält, inzwischen den vierten Tag. Hier ist es jetzt aber auch so, wenn wir in die kleine Zeitebene gehen, ich bin jetzt mal hier im 4 Stunden, ja, da haben wir jetzt ein ähnliches Bild wie im Nikkei. Hohe Flagge, ja, an einem ganz wichtigen Level. Das ist ein ganz ähnliches Bild. Ausbruch hier oben drüber wäre absolut bullisch zu werten. Und wir hängen hier auch übrigens am All-Time-High. Das ist also hier das Allzeithoch, wo der Markt hier kämpft. Sollten wir da heute drüber laufen, ist unter Umständen mit Anschlusskäufen hier zu rechnen. Und auch im Nasdaq, der hier ja am Anfang der Woche der klare Underperformer war und dann hier auf dem Tageschart wie so eine Bullflag auch gebildet hat, auch da befinden wir uns hier wieder am Allzeithoch, wieder am Test hier nach oben rauszugehen. Also alle Aktienmärkte, die wir uns hier anschauen, sehen in der mittelfristigen Sicht immer noch absolut bullisch aus. Ja.
Ich weiß, dass es zum Teil schwierig umzusetzen ist, weil es einfach weltwirtschaftlich nicht so aussieht, wie man sich das gerne wünschen würde. Aber die Charts lügen halt einfach nicht. Ja, und das ist etwas, was wir erkennen müssen. Das ist etwas, was wir als Händler annehmen müssen. Und wo wir uns einfach, ich kann es immer wieder nur empfehlen, in den Indizes sich einfach dem längeren Trend anzuschließen und Einstiegssetups zu suchen, die uns dann gute Trade-Gelegenheiten in die Trendrichtung ermöglichen. Ja. Und da haben wir hier nämlich gerade im Dow Jones genau so eine Gelegenheit. Das hier ist die Kerze vom, ich hole es hier mal rein, ja, vom 11. Das ist also der Dienstag. Da haben wir hier einen schönen Bullrun gesehen und sind zum Ende des Tages kräftig abverkauft worden. Diese Kerze ist eine ganz typische bärische Umkehrkerze. Hatte ich auch darauf hingewiesen, falls wir hier nach unten ausbrechen, ja, wäre das sehr bärisch gewesen. Wir sind aber nicht nach unten ausgebrochen. Wir haben hier jetzt eine Konstellation. Ich will das noch mal ein bisschen größer zeigen, weil es wirklich wichtig ist. Wir haben eine Konstellation. Wir haben hier einen Inside Day. Das war der Mittwoch. Und gestern am Donnerstag einen weiteren Inside Day. Das ist sehr selten, dass wir zwei Inside Days hintereinander bekommen. Typischerweise sieht das Ganze in der kleineren Zeitebene dann aus wie so ein Wimpel hier. Und das wird jetzt eine ganz interessante Geschichte, ob wir nach oben oder nach unten hier ausbrechen, nämlich über dieses Hoch oder unter dieses Tief. Ja, und das sollte dann zumindest für den Rest des Tages, vielleicht auch noch für den nächsten Tag, die Bewegungsrichtung vom Dow vorgeben. Also von daher hier auch darauf achten, wenn der nach oben rausgeht, ist das auch im Dow dann wieder ein super bullisches Setup. Und dann haben wir eben hier ganz viele Märkte, die parallel an wichtigen Leveln bullische Setups liefern. Und das sind keine Situationen, an denen man als Händler gerne shorten sollte. Ja. Okay. So, was haben wir noch auf der Uhr für heute? Schauen wir uns noch ein paar Währungen an. Und zwar hatte ich ja angekündigt, ja, Euro-Australisch-Dollar kommt hier zur Trendwende. Wir haben so ein paar Zeichen, die darauf deuten. Ja, wir sind hier extrem stark angestiegen, ja, parabolisch. Das, was wir gestern schon gesagt haben, parabolische Anstiege werden gerne sehr, sehr weit zurückgeholt. Hier sind wir jetzt wirklich extrem weit zurückgelaufen. Hier sind 100% vom Anstieg auch komplett wieder zurückgeholt worden. Und jetzt ist es wichtig zu erkennen, dass wir hier im Wochenchart, das ist der Wochenchart, langfristig, ja, ganz langfristiges Bild, dass wir hier in einem wichtigen Unterstützungsbereich sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Supportbereich. Langfristig sieht das Ganze auch so aus, dass wir hier aufwärts gerichtet sind, ja, dass wir eine relativ saubere Trendlinie haben hier im Euro-Aussie. Und dieser Bereich, wo wir hier reingelaufen sind und so dynamisch gedreht haben, schaut euch das mal an. Was ist das hier? Das ist ein ganz wichtiger Verkaufsbereich, ein ganz wichtiger Widerstandsbereich. Ja, wir sind hier in ein Dreieck reingelaufen. Große Dreiecke auf dem Weekly. Super Möglichkeiten zu handeln und haben dann hier. Vielleicht kann ich es noch mal ein bisschen größer zeigen. Oh, bin in den falschen Wert gerutscht. Da machen wir den doch noch mal zu und dann gehen wir doch mal hier noch mal drauf in den Weekly. Machen wir es mal. Ach so, der rutscht immer nach hinten, ne, wenn er einen neuen Tick kriegt. Egal, also das ist auf jeden Fall hier deswegen wichtig. Ich markiere es nochmal ganz kurz. Dieser Bereich hier, ja, der ist wichtig, weil wir hier sehr, sehr lange gehandelt haben, viele, viele Wochen in der kleinen Range und dann diesen extrem dynamischen Ausbruch hier nach unten gesehen haben.
Und immer diese Bereiche, aus denen die extrem dynamischen Ausbrüche kommen, die sind wichtig. Ja, die sind ganz häufig wichtig. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt hier auch wieder. Wir haben hier diesen Seitwärtsbereich. An dieser Stelle, ja, hier haben wir diese extrem lange Seitwärtsbewegung und dann haben wir hier drüben diesen extrem dynamischen Ausbruch. Im Prinzip das gleiche, wie wir hier zur Unterseite gesehen haben, sehen wir hier zur Oberseite. Und jetzt sind wir in diesen Bereich wieder reingelaufen und von daher ist das das ideale Level, wenn man irgendwo auf eine Trendwende setzen möchte, dass wir wieder in steigende Kurse zurückgehen. So sieht das Ganze jetzt auf dem Tageschart aus. Ja? Auf dem Tageschart, wenn wir uns die Sequenz anschauen, die hat hier unten angefangen, ist dann an diesen Widerstandsbereich rangelaufen, hier die letzten Tiefs, hat dann eine Korrektur gezeigt, ja, und ist jetzt wieder in der Bewegung nach oben. So, jetzt haben wir hier eine Bull Flag gesehen. Die markiere ich auch noch mal kurz. Das ist die Bull Flag. Wir kommen von unten sehr dynamisch hier ran, quasi als Flaggenmast. Ja, sehen dann hier diese Flagge und haben jetzt den Ausbruch hier zur Oberseite. Allerdings, ja, wenn wir es uns anschauen, sehen wir es, hier ist ein Widerstandsbereich. Und zwar, ich markiere den mal direkt im Chart. Das ist der Widerstandsbereich. Machen wir mal rot. Ja, das ist der Widerstandsbereich. Warum? Weil wir hier 1, 2, 3 Mal nur Dochte haben, keinerlei Kerzenkörper und hier drüben liegen die ganzen alten Tiefs. Ja, das ist also ein wichtiger Bereich. Und ich würde hier nicht kaufen, bevor wir nicht dieses Level nach oben beseitigen quasi. Ja, hier nach oben rausgehen. In der Indikatorenlage sieht das folgendermaßen aus. Wir können uns hier einmal ganz wichtig den Trendindikator anschauen. Im Trendindikator sehen wir, okay, das Ganze ist noch in einem intakten Abwärtstrend. Allerdings sehen wir, dass wir hier deutlich schon zurückkommen im Momentum. Ja, wir stehen hier kurz vor dem Wechsel auf die Oberseite. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt eine Wochenkerze sehen in der nächsten Woche, die in grün hier oben durchgeht, dann kriegen wir auch hier die ersten grünen Balken wieder und sehen, dass wir hier in einen Aufwärtstrend laufen. Dann haben wir hier ganz wichtig, ja, eine Kreuzung von Slow Stochastic und Durchschnitt im überverkauften Bereich. Das heißt, wir sind hier auf Wochenbasis in den überverkauften Bereich gegangen. Und ich schaue mir das Ganze das auf Wochenbasis hier immer ganz gerne an, ja, weil wenn wir mal gucken, wo wir das letzte Mal hier diese Kreuzungen hatten im überverkauften Bereich, bullische Kreuzung, sind wir ein paar Wochen nach oben gelaufen, überverkaufter Bereich, bullische Kreuzung, paar Wochen nach oben, ja, überverkaufter Bereich, bullische Kreuzung, paar Wochen nach oben. Und jetzt haben wir eben das Gleiche hier wieder. Und typischerweise sollten wir so weit laufen, bis wir entweder in die Nähe oder tatsächlich hier oben auch wieder in den überkauften Bereich kommen. Ja, da ist hier also noch einiges an Platz und von daher, wenn wir hier nach oben durchgehen, sieht die Indikatorenlage auf dem Wochenchart hier extrem gut aus für einen Trendwechsel und das Ganze übernehmen wir dann eben einfach in den Tageschart. Ja, auf dem Tageschart sehen wir auch, Trendindikator hat hier zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Hoch überschritten haben, hat der hier schon gedreht. Ist also schon grün. Ja, und wenn der jetzt hier nach oben rausgeht, dann verlängern sich auch die grünen Kerzen und dann wird das Ganze auch ein bisschen schöner vom Gesamtsetup. Also, ja, ganz klar, Euro-Aussie-Dollar ist etwas, was hier auf der Long-Seite interessant werden könnte, wenn der denn nach oben rausgeht. Ja, zur Euro-Stärke. Da haben wir hier noch ein etwas exotischeres Währungspaar, das ist Euro-Südafrikanischer Rand. Da gehen wir auch hier mal kurz auf den Wochenchart. Ja, und da sehen wir, okay, auf dem Wochenchart, hey, wir sind hier wirklich
in der Nähe eines absoluten Hochpunktes und hatten hier auch eine sehr dynamische Bewegung gesehen zuletzt. Ja, vielleicht kann ich auch hier noch mal kurz auf diese Stochastikkreuzungen eingehen. Ja, überverkaufter Bereich im Wochenchart, Stochastik kreuzt, wir laufen nach oben, überverkaufter Bereich, Stochastik kreuzt. Hier war der erste Versuch, da sind wir noch mal drunter gelaufen, dann kam der zweite. Und hier sehen wir es eigentlich bei jedem Kreuzungssignal, was wir gekriegt haben, kam hier kräftig Dynamik rein. Ja, und hier das letzte Mal auch wieder kräftig Dynamik rein. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir hier schon relativ weit gelaufen sind. Wir sind also fast schon ein bisschen spät mit dem Trade. Für einen längerfristigen Swing Trade eignet sich das Ganze nicht mehr, weil wir auf der Woche hier schon zu weit gelaufen sind. Aber für einen kurzfristigeren Trade, dass das Ganze jetzt auf Tagesbasis, ja, da sehen wir hier nochmal dieses letzte Hoch vom Weekly, das hatten wir gerade hier. Ich markiere es nochmal an dieser Stelle. Das ist das Hoch, was wir uns jetzt hier gleich auf dem Daily anschauen. Hier ist es. Ja. Und da sehen wir, da sind wir hier vor 1, 2, 3, 4 Handelstagen am Montag direkt nach oben dran gelaufen, sind genau an diesem Level gescheitert und kriegen jetzt hier, ja, wie so eine Bull Flag nochmal, wieder an einem ganz wichtigen Bereich. Also sollten wir hier nach oben rausgehen, ist das ein bullisches Setup. Ich gehe mal auf die kleinere Zeitebene, auf den 4 Stunden. Hier haben wir das Ganze im 4 Stunden Chart und in 4 Stunden kann man das jetzt, wenn man möchte, hier auch relativ eng betreuen, dass wir einmal schauen, wo ist das letzte Tief hier. Das ist ein schönes Level, das ist ein schöner Bereich. Ja, das ist so dieses Unterstützungslevel hier. Da sind wir einmal jetzt dran gelaufen, haben uns sehr dynamisch nach oben weg bewegt. Und wenn wir jetzt eine Bewegung sehen, die in dieser Art hier gestaltet ist, dann kriegen wir das erste Mal hier eine neue Sequenz steigende Hoch, steigende Tiefs nach dieser längeren Korrektur hier, nach dieser längeren Abwärtskorrektur. Und das wäre also durchaus ein Level, an dem man überlegen könnte, hier was zu machen. Für die etwas aggressiveren Trader ist das Ganze. Das würde bedeuten, Stop-Level entweder hier, wobei ich da nicht so ein Freund von bin, diese ganz engen Stops zu fahren, gerade bei Währungspaaren, die einen etwas größeren Spread haben und Euro-Südafrikanischer Rand hat einen etwas größeren Spread. Ich würde vielleicht mich irgendwo hier unten unter dieser Zone platzieren und dann mal schauen, was das Ding zur Oberseite hergibt. Wer etwas defensiver unterwegs ist, der kann natürlich auch hier auf einen Ausbruch nach oben warten. Also auch sowas ist durchaus möglich. Dann sind wir auch definitiv mit dem Stop hier an der Unterseite. Dann kann man auch gucken, bis wohin das Ganze läuft. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir hier auf dem Tageschart schon eine Stochastik haben, die das erste Mal ins Negative gekreuzt hat. Die ist jetzt allerdings hier auch wieder kurz davor, ins Positive zu kreuzen. Diese überkaufte Situation im RSI ist ein bisschen abgebaut. Trendindikator ist noch sehr sauber, noch viel Momentum drin. Das passt also soweit noch. Das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, von einem starken Euro weiter zu profitieren. Dann, ja, starker Euro, der ist gegen einige Werte stark. Ich hole es mal ganz kurz hier rein, wenn ich es auf Anhieb finde. Da haben wir ihn. Ja, das ist jetzt Euro-Türkische Lira. Na, auf dem Wochenchart. Schön, ja, sauberer Trend. Wenn wir mal schauen, hier 2014, da waren wir hier unten noch bei 3 ungefähr. Da haben wir für einen Euro 3 türkische Lira gekriegt. Jetzt kriegen wir das Dreifache fast. Ja, für einen Euro gibt es jetzt hier fast 9 Lira. Das Ding geht also durch die Decke. Gut für alle Türkei-Urlauber. Ja, hier gibt es massig Geld, wenn ihr eure Kohle da drüben tauscht. Und hier haben wir nämlich auch für kurzfristige, wohlgemerkt nur für kurzfristige Händler. Ja, die Swaps, die sind brutal auf alles, was
gegen die türkische Lira setzt, aufgrund der extremen Zinsdifferenzen, die da vorhanden sind. Aber wir haben jetzt hier sowas wie eine Bull Flag gesehen, eine ziemlich saubere. Ja, da sind wir nach oben ausgebrochen. Wenn wir jetzt hier nach oben drüber laufen, dann ist hier das nächste bullische Signal. Und ähnlich sieht das Ganze auch aus im US-Dollar, türkische Lira. Ja, da haben wir das Ganze ganz, ganz ähnlich. Noch ein bisschen schöner sogar vom Kursbild her. Weekly, ja, da sind wir eben schon über diese Hochs hier hinaus, über das letzte. Das ist also auch sehr, sehr bullisch, was hier läuft. Eine sehr bullische Price Action. Und wenn wir uns das Ganze hier noch im Daily anschauen, dann sehen wir, hey, schöne hohe Flagge hier. Ideal, ja, sind direkt am Ausbruchslevel. Ein Ausbruch hier oben drüber könnte den nächsten Schub in Gang setzen. Ja, auf dem 4-Stunden-Chart ist es hier auch ein schönes Setup. Auf dem 4-Stunden haben wir hier ein ganz sauberes steigendes Dreieck. Mag ich sehr gerne diese Konstellation, wo wir wo wir die obere Begrenzung horizontal haben und die untere Begrenzung eben in dieser Trendrichtung hier so ein bisschen steiler läuft. Also das gefällt mir alles sehr, sehr gut für die Long-Seite gegen die türkische Lira, was hier läuft. Ja, also charttechnisch ganz prima hier die Setups. Na, wir sehen auch hier an den Trendindikatoren, zeige ich auch noch mal kurz. Ja, auf dem Weekly ganz klar, seit hier sind wir im Aufwärtstrend. Ja, von da an hat im Weekly der Trendindikator in den Aufwärtstrend gewechselt, nachdem wir hier aus so einer ja, Dreiecks-Seitwärtskonstellation gekommen sind. Hier sehen wir auch viele, viele Tage auf dem Tageschart, wo sich nichts getan hat, wo sich der Währungskurs kaum verändert oder der Wechselkurs. Da sind wir dann eigentlich auch erst ab hier wieder irgendwo in diesen deutlichen Aufwärtstrend gegangen. Der ist aber stabil. Im 4 Stunden, ja, sind wir eigentlich die ganze Zeit seit hier im Aufwärtstrend. Ihr seht also auch, wie schnell dieser Trendindikator reagiert und wie schnell der wechselt. Dann sind wir hier einmal kurz in diesen Seitwärtsbereich gekommen, sind hier immer noch mehr oder weniger seitwärts, weil das Ganze hier einfach flat läuft. Mit dem Ausbruch hier nach oben wäre das aber dann auch passé und dann sehen wir auch sofort, dass hier der Indikator auch im Momentum wieder anspringt. Ja, im Stundenchart ist es ähnlich. Da waren wir durch diese starke Abwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, in einen deutlicheren Abwärtstrend gekommen. Das hat sich dann hier langsam egalisiert, abgebaut. Ja, und ihr seht hier auch, das ist diese obere Begrenzung, um die es jetzt hier geht, die hier umkämpft ist. Und wenn wir durch die obere Begrenzung sauber nach oben durchlaufen, dann haben wir auch hier wieder den sauberen Trend zur Oberseite. Also das sieht alles ganz schön aus. Ja, und das wären die Dinge, die für mich besonders interessant sind im Moment. Einen habe ich hier noch gefunden, das ist Kanadisch Dollar, Schweizer Franken. Da wollte ich einmal kurz zeigen, wie so Trendwechselsituationen aussehen können, wenn sie relativ frisch sind. Ja, hier haben wir auf dem Wochenchart eine Situation. Da ist hier auf dem Weekly die Stochastik im überverkauften Bereich gerade dabei zu wechseln. Ja, ihr seht, wie stabil hier dieser übergeordnete Abwärtstrend noch ist. Na, sieht man ja auch ganz klar, wenn man sich hier mal so ein bisschen die Sequenzen anschaut. Ja, ich zeichne die hier mal ganz schnell ein. Ja, das ist so im Prinzip die letzte Sequenz. Da sind wir jetzt hier sehr schön an diese markanten Bereiche hier rangelaufen. Das hier, ja, das sind diese wichtigen markanten Bereiche. Da sind wir hier schön dran gelaufen. Sind dann sehr dynamisch wieder in die alte Trendrichtung gefallen und jetzt kämpfen wir hier gerade so ein bisschen. Und das erste Zeichen dafür, dass wir kämpfen, ist eben diese kreuzende Stochastik. Ja, wenn man da wirklich mal auf einen längerfristigeren Trendwechsel setzen möchte, dann sind das Level, an denen sich das anbietet. Da geht man dann in die nächst kleinere Zeitebene. Das wäre jetzt hier der Tageschart. Und da sehen wir hier auch sehr schön,
wie der Markt hier mit dem alten hochkämpft. Und dass wir jetzt an diesem Bereich hier so eine, ja, eine bullische Flagge im Prinzip aufbauen. Das kann man hier auch so ein bisschen als Dreieck interpretieren. Ich gehe da mal mit Schwarz nochmal drüber, dann sieht man es besser. Ja, dass wir das hier noch so ein bisschen als Dreieck haben. Das wäre also so die aggressivste Variante hier irgendwie auf einen Trendwechsel zu setzen und zu schauen, ob wir uns hier längerfristig in Richtung Oberseite bewegen können. Ich würde euch immer empfehlen, solche Trendwechsel, die hier vielleicht aus der größeren Zeitebene kommen, nämlich aus dem Wochenchart, ja, nicht unbedingt am Wochenchart aufzusetzen, weil ihr dann sehr große Stops habt und dann habt ihr eure Stops eben gegen die übergeordnete Trendrichtung, sondern dass ihr das dann versucht, in der kleineren Zeitebene umzusetzen, kleinere Breakout-Level zu handeln, wo ihr mit kleinen Stops drin sein könnt. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die Stops zu setzen. Ja, das kann man ganz aggressiv hier unter der Formation machen. Das könnte man auch hier unter dem letzten Tief machen. Das sind also zwei Varianten, die sich hier anbieten. Und wo man einfach mit kontrollierterem Risiko, ja, so ein, ich sag mal, so ein C hier ins kalte Wasser halten kann und gucken, ob sich das Ganze dann auch weiter nach oben fortentwickelt. Ne? Auf dem 4-Stunden sieht das Ganze eben auch so ähnlich aus. Da haben wir hier auch die initiale Startbewegung. Das ist diese hier. Ja, daraufhin haben wir dann hier so einen kleinen Abwärtstrend gesehen. Der würde sich im Tageschart hier noch als Bullflag zeigen. Und dann hatten wir jetzt hier die nächste Bewegung, laufen auch hier gerade wieder in die Konsolidierung. Und auch hier wäre also dann der Ausbruch zur Oberseite bullisch zu verstehen. Ja. Okay, ja, das war das, was ich für heute auf der Uhr hatte, was ich hier für heute zeigen wollte. Ich würde sagen, am Montag werfen wir einen Blick auf die Commitments of Traders, werfen natürlich wieder einen Blick auf unseren Wochenkalender, wie das Ganze da aussieht, was wir für die nächste Handelswoche erwarten können und werden natürlich auch in der ganzen Woche immer mal wieder rückblickend schauen, wie sich denn Setups, die wir hier besprochen haben, im Laufe der Woche dann auch entwickelt haben. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und ich sage vielen Dank und bye bye, macht's gut.